Das Tolle an der Landwirtschaft ist, wenn man die Früchte seiner Arbeit so live miterleben kann, wie zum Beispiel die Ackerkulturen herwachsen, wenn man das beobachtet, wie die Arbeit, die man da reingesteckt hat, wenn da was draus wird. Das ist halt das Tolle an der Landwirtschaft, weil man das direkt sehen kann und zum Schluss auch ein Ergebnis hat, hat man seine Arbeit gut gemacht oder nicht. Also mein Name ist Georg Meierhofer, ich lebe hier am Betrieb Meierhofer und ich bin Landwirt aus Leidenschaft. Und das betreibe ich auch natürlich, die Landwirtschaft, mit meiner ganzen Energie, die ich aufbringe. Den Hof gibt es ja schon sehr lange, den Obermoorhof in Parschaling, so heißt es ja bei uns, dass der Hofname ist. Wir sind seit 1550 an dem Standort erwähnt und aktuell leben wir mit 4 Generationen hier am Betrieb. Und das hat sich auch so ergeben, es gibt jetzt aktuell 3-mal Georg Meierhofer, also mein Vater, ich und mein Sohn. Und wir leben hier zusammen und arbeiten hier zusammen. Das Gerät ist jetzt sehr flexibel. Zum ersten Mal ist es halt, hat Allrad und sehr geländegängig. Das heißt, die kommen im Gelände sehr gut voran. Das ist das Erste. Das Zweite ist, durch die geringen Ausmaße bin ich jetzt zum Beispiel auch im Wald sehr flexibel. Kann da Werkzeug transportieren, Motorsäge. Und ich habe eine kleine Seilwinde dabei, kann mich da fortbewegen. Das ist schon mal sehr gut. Und auch durch die Ladeflächen. Für kurze Distanzen, wo ich schnell was erledigen kann, steigt man halt sehr gerne auf so ein Fahrzeug ein. Also wir machen zum Beispiel die Versorgungsfahrten mit der Brotzeit für die Traktorfahrer oder wir machen Saatguttransport zum Beispiel entweder auf der Ladefläche oder mit dem Anhänger oder die Kontrollfahrten für die Ackerkulturen, die müssen wir auch machen. Machen wir eigentlich fast täglich in der Wachstumssaison und dann kann man halt mit so einem Fahrzeug da rumfahren und sich die Kulturen anschauen und hat den Spaßfaktor auch noch mit an Bord. Das ist ganz wichtig. Also dadurch, dass wir es schon eine Zeit lang benutzt haben, sehen wir ja alle, wie die alle auf uns schauen, weil wir das Teil schon am Betrieb haben. Und die sind natürlich schon ein bisschen neidisch. Also ich denke schon, dass sowas an den Betrieben ganz gut ankommt. Von daher kann man das durchaus empfehlen, das ist ganz klar.